Ich begrüße Sie ganz herzlich bei einer neuen Ausgabe von Get Your Expert. Heute eine besondere Freude. Ich habe den Mr. Disruptive sozusagen bei mir im Studio, Markus Betzel. Hallo. Du bist Mr. Disruptive, bekannt nicht nur in Österreich, sondern international. Und man sagt über dich, du bist nicht nur der Mr. Disruptive, sondern auch so ein richtig frecher Hund. Das gehört aber zur Disruption offensichtlich, glaube ich, mal dazu. Das schließt sich einmal auf jeden Fall nicht aus und das ist ja ziemlich eine gute Voraussetzung dafür, dass man erstens die Dinge anders sieht, also sie nicht nur anders sieht, sondern das Freche ist auch die zweite Komponente, dass man dann auch was tut. Und frech heißt nur, dass man einfach Dinge erkennt, die vielleicht ein anderer sich nie trauen würde zu erkennen, beziehungsweise sich auch nie trauen würde, sie anzusprechen. Es gibt heute noch viele Themen, die wir besprechen werden in anderen Sendungen. Jetzt geht es einmal wirklich um deine Person, damit unsere Zuseher, die dich vielleicht noch nicht so kennen, wissen, was ist gemeint mit dem Frech oder wie merkt man das? Also wenn man zum Beispiel auf deine Internetseite geht, deine Firma ist Beyond Strategies und Brands, also Disruptive Beyond Your Strategies and Brands. Und als Endung gibt es da bei den E-Mail-Adressen .wtf, steht für What the fuck. Wie ist es dazu gekommen? Steht wirklich für What the fuck, also eine kleine Reminiszenz an diese Frechheit. Man muss sich das vorstellen, es sind ja nahezu alle Adressen irgendwo vergeben und so weiter, ähnlich wenn man Disruptive verwendet. Und der Mitarbeiter von mir sagt, du, es gibt ja die neuen Endungen und wir schauen jetzt einmal die Endungen durch. Und klarerweise hat es die WTF gegeben. Und das war, also das ist dann impulsiv, klarerweise, die musst du verwenden dafür. Manche sagen, das ist wirklich WTF, die gibt's, die hätte ich auch gern oder so. Naja, und manche übergehen es und würden aber gern nachfragen. Mhm. Das heißt, sehr einfach, das Unternehmen macht da nichts anderes, als wie es hilft Unternehmen, wenn wir jetzt auf dem WTF drauf sind, in einer Zeit, in der es eine gewisse, sehr stilisierte Formen von innovativer Frechheit braucht, innovativ frech sein zu können. Wie bist du zu dem Thema überhaupt gekommen? Also man wird ja nicht als Mr. Disruptive geboren, nehme ich an. Du wirst nicht so geboren, sondern du wirst einfach so. Ich bin in einem Kino aufgewachsen, also so als kleiner Bub am Land in einem Kino. Da kriegst du quasi die Neugier über die Filme mit. Das heißt, in so einer kleinen Stadt am Land, da hast du eigentlich gar nicht so viel Zugang zu was Neuem. Schon gar nicht so in die 70er und frühen 80er, außer du wohnst in einem Kino. Und Mr. Disruptive wirst du über die Zeit. In kurzen Worten, was waren so die Meilensteine deines Lebens? Es ist wie so eine Reise. Also ich bin von daheim dann weggekommen, ich bin sehr schnell selbstständig geworden. Das heißt, ich habe das Vergnügen gehabt, mit 16 Jahren eine eigene Wohnung zu verfügen. Das heißt, zum einen hast du Freiheit, zum anderen, was machst du, wenn am Ende des Monats kein Geld mehr da ist? Das heißt, dass du dann in der Zeit dazwischen für viele Vergnügungen verwendet hast. Reift aber der Charakter mit. Bin so schön schrittweise dann Richtung Universität gewandert, bin darauf gekommen, dass Universitäten ein viel zu strenges System sind, um einen sehr unruhigen Geist irgendwie zufriedenzustellen. Bin einer der wenigen, der im alten Studiensystem dann so neu so vor den letzten Prüfungen, ich glaube noch zwei Prüfungen gehabt und die Diplomarbeit Stopp gesagt hat und was abgebrochen hast du hat. BWL studiert, ich habe Medien dazu studiert, ich habe ein paar Sachen auf der Musik gemacht, aber nur, weil es mich interessiert hat, also bin dort der elektronischen Musik gefolgt und wo Techno herkommt. Und da habe dann parallel in einer Unternehmensberatung so einen ersten Job gehabt, als Student, als Praktikant, ein Praktikum. Da war ich bei einem Professor so lästig, der wollte mich zuerst nicht nehmen, weil sich gedacht hat, ich stöße eine Firma am Kopf. Beim ersten Mal hat er mich genommen, aber dann hat er mich doch genommen und aus dem ist dann so, da war ich dann Student und Berater. In der BWL erzählen sie da irgendwelche lustigen Dinge, wie die Ökonomie so funktioniert und wie man das macht. Im echten Leben, bis gerade dabei, wie einer der größten Energiekonzerne in Österreich einsteigt und das begleitest mit ein paar Dingen mit. Bin dann in der Beratung als in einer Partnerschaft reingegangen, die ist grandios, wie das oft ist, wenn es dann in Beratungen in Partner explodiert. Klarerweise, das hat explodieren müssen und getrennte Wege und was immer so ist. Habe mich dann richtig selbstständig gemacht, das heißt, das Partner war schon Unternehmer, aber halt nur so halb. Habe mich dann richtig selbstständig gemacht. Vielleicht noch ein markanter Punkt, muss ich in der Geschichte nochmal zurückgehen. In einem von meinen Beratungsprojekten war ich 2005 oder 2006, weiß ich nicht mehr so genau, in Cambridge, UK. Und habe damals quasi einen Einblick gekriegt, wie Innovation wirklich funktioniert, wie Funding geht, bevor es in Österreich das Thema groß gegeben hat, wie Startup-Thinking geht, bevor das bei uns angefangen hat. Mir hat damals ein Investor in Cambridge, ein sehr, sehr Bekannter, der das Ganze aufgebaut hat, ein Buch in die Hand gedruckt auf die Frage, was wird denn das nächste große Ding und in was muss man denn investieren, wenn man schon so mit, wenn man dort ist und so.
Und das Buch hat mit künstlicher Intelligenz zu tun gehabt, 2006, und war damals aber schon ein Bestseller. Das heißt, das Thema, wenn es einmal ein Bestseller ist, ist schon längst durch. Mhm. Der prägende Punkt zu dem Zeitpunkt war, dass manche Themen halt schon etwas früher wo beginnen. Und zurück zwischen 2006 und 2013, 2013, 2014 ist immer mehr dieses What would Google do und was hast du in der strategischen Entwicklung von Unternehmen und wie kannst du anders denken und so. Und mir war zu dem Zeitpunkt klar, das wird noch viel stärker werden, als wir es im Moment in der Beratung haben. Das mache ich zu meinem Hauptpunkt. Parallel dazu habe ich gerade meine erste Scheidung vorbereitet. Das heißt, das war das Leben dann zu dem Zeitpunkt disruptiv. Und es beginnt dann etwas, dass du durch diese ganzen Muster klar sagst, okay, und jetzt 100% Disruption. Dann ist es quasi durch die Decken gegangen, dort hinein. Und jetzt bist du Mr. Jetzt Disruptive. Jetzt bin ich Mr. Disruptive, auch wenn diese Betitelungen oft schräg aber sind. Aber es ist trotzdem eine gute Betitelung. Jetzt bin ich plötzlich da. Ist ein Zufall übrigens, weil ein Kunde von mir, das ist vielleicht auch noch ein markanter Punkt, wieso ich unter anderem ein ziemlich gefragter Keynote in Europa bin, ein Kunde von mir, wo wir ein Projekt gemacht haben, hat gesagt, Wahnsinn, da gibt es also einen großen Management-Kongress und du musst einfach einmal, wir sind Co-Veranstalter dort, du musst dorthin, du musst den Leuten einmal erzählen, was du uns erzählst. Und komm dorthin und stell mich aus und erzähl einfach. Und worüber? Über Disruption. Ich bin ich wollte gerade sagen, über Disruption, genau über dieses Thema. Im Gesundheitsbereich. Ich muss das jetzt ein bisschen abkürzen, weil sonst ist die Sendezeit nämlich zu Ende. Also wir haben eh schon ein bisschen überzeugt, was kein Thema ist. Außerdem möchte ich unsere Zuseher ganz genau jetzt erklären, was Disruption ist. Ich würde sagen, das machen wir aber jetzt in einer anderen Sendung. Ich sage an dieser Stelle mal Danke. Noch abschließend, jetzt hast du eine wirklich sehr, sehr geniale Unternehmensberatung, Disruptive Beyond Your Strategy and Brand, wo du international tätig bist, um das abzuschließen. Wo ich international tätig bin, Hauptfokus Europa, Hauptfokus deutschsprachiges Europa, aber viele Länder, viele verschiedene Kunden, ziemlich große, ziemlich intensive, ziemlich geniale. Ja. Und darüber sprechen wir gleich. Ich sage einmal Danke an dieser Stelle. Und wenn Sie mehr von Markus Petzl wissen wollen, dann bleiben Sie dabei bei Get Your Expert.